Letztens lief die Gaming Night der Jungen Union auf Twitch und boy, war das eine gute Idee. Wir haben auf den kompletten Stream live reacted und ich sag's mal so, es war geil. Ich war emotional komplett stabil. Ja. Willst du mich fucking verarschen? Habt ihr jetzt tatsächlich diesen perfekt pimmeligen Grund genommen? Seid ihr wirklich so fucking erbärmlich? Und darum geht's jetzt. Kurz zusammenfassend kann man sagen, alles war scheiße. Ton war scheiße. Kameras waren scheiße. Die Leute im Game waren scheiße. Und der Chat war... Okay, der Chat war so, wie er war wegen uns. Deswegen war ziemlich geil. Gezockt haben Philipp Amthor, Vollzeitlobbyist und nebenberuflicher Bundestagsabgeordneter. Und Tilman Kuban, Vorsitzenden der Jungen Union. Und falls ihr euch denkt, ja, der Typ ist 34, Vorsitzender der Jungen Union. Aber nächstes Jahr ist das definitiv nicht mehr. Weil mit 35 fliegst du aus der Jungen Union raus. Dann bist du nur noch Unionsmitglied. Ist das jetzt besser oder schlechter? Und dann gab es auch noch Vincent oder Vince und der wurde wahrscheinlich gemietet, wie das gesamte Equipment sonst auch und die Live-Regie und sowas. Ich gehe davon aus, dass er zur Agentur gehört, die das organisiert und nicht zur Jungen Union gehört, weil der hat einfach seinen Job gemacht und war der Einzige, der glaubhafte Kommentare zum Gaming gemacht hat. Gehen wir auf erstmal das Relevanteste aus diesem ganzen Stream ein und dazu muss ich erstmal eine Sache richtigstellen, denn mein erster Ausraster basiert auf etwas, was gar nicht passiert ist. Es ist relativ schwierig, so einen Stream zu verfolgen, wenn du dich nebenbei mit der Person neben dir unterhältst und dein eigenes den Stream machst und vielleicht ist es nicht unbedingt die beste Idee. Obwohl, wir stellen es richtig und ich bin ausgerastet für Entertainment, also war doch eine gute Idee. Ich dachte, dass Amthor gesagt hätte, er beantwortet unsere Frage nicht, weil wir sie copy-pasten, hat er aber gar nicht. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass Vince uns gegrüßt hat, weil er uns tatsächlich guckt. Hi Vince, wahrscheinlich guckst du auch dieses Video jetzt. Allerliebste Grüße an die Space Frogs ausrichten, die sehr angenehme und spannende Videos auf YouTube machen. Und dass er gesagt hat, dass er mich lieber mag als Steven und dann haben die auch eine Space Frogs gesagt, so hey, hallo, grüße Space Frogs und ist jetzt nicht so super schlimm. Es ändert aber nichts wirklich an den eigentlichen Kritikpunkt, denn es war relativ klar, dass sie kritische Fragen komplett ausweichen und halt nur bestimmte Fragen auswählen und beantworten. Was machst du in den Sommerferien? Deswegen habe ich eine Frage gestellt, die halt besonders kritisch ist, wo mir klar war, dass sie die nicht beantworten werden, die natürlich dann dadurch, durch unsere Zuschauer, sehr, sehr stark im Chat präsent war. Die Frage war, warum wollte Augustus Intelligence Kontakte zu Geheimdiensten und zum Militär? Also, sie wollten vor allem Kontakte zu Geheimdiensten auch vom Militär. Wir haben sehr viele Geheimdienste. Denn Philipp Amthor war Privatlobbyist dieser Firma Augustus Intelligence, die irgendwas mit künstlicher Intelligenz macht. Und dann ist das aufgeflogen und dann war er so, ja, ich höre jetzt auf, alles gut. Und alle waren so, was hast du denn gemacht? Warum wollten die das wissen? Warum wollten die ausgerechnet diese Kontakte? Und er war so, ah, nee, nee, alles gut, das ist alles gut. Ich höre jetzt auf, ich mache das nicht nochmal. Zwinker. Also, es wurde nichts aufgeklärt. Ich vermute, dass es um Massenüberwachungstechnologien geht, weil die haben irgendwas auch mit Gesichtserkennung zu tun und AI wird vor allen Dingen für Datenverwaltung benutzt, aber das ist wilde Theorie. Ich meine, es gibt ja niemanden, der da mal irgendwie aufklärt und halt so das richtig stellt, ne? Da würden ja vielleicht keine wilden Theorien in YouTube-Videos reingeworfen werden. Zwinker. Die Frage hat nicht nur den Chat dominiert, ich habe sie auch direkt einen Mod geflüstert, der dann bestätigt bekommen hat, dass diese Frage nicht beantwortet werden wird. Deswegen ging auch kurz Ehrenmod ab. Aber zu den Mods noch später was. Ich meine, er hat schon damals direkt nach der Korruptionsaffäre konsequent kein Interview gegeben und keine kritischen Fragen beantwortet und ist halt dem ausgewichen. Wenn du das machst, solltest du vielleicht nicht, also wir spielen es einfach ab. Mache ich keinen Bogen drum, gehört auch dazu, finde ich, in der Politik, dass man Fehler eingesteht, daraus Konsequenzen zieht und daraus lernt. Und deswegen gilt für alle Streams, auch für diesen, wir machen auch um unangenehme Themen keinen Bogen. Und wir lesen auch das, was ihr im Chat schreibt. Props an Vince, der sehr professionell blieb, weil ich glaube, ihm war klar, dass die Mods erstmal ein bisschen zu tun haben. Denn der Chat ging ein bisschen ab. Lass uns nochmal bitte dieses Grinsen am Ende angucken. Vor allem dieses, er hat Konsequenzen gezogen. Ich habe früher wahllos Menschen überfahren, aber dann habe ich eingesehen, dass das echt scheiße ist, also mache ich das jetzt nicht mehr. Sind das Konsequenzen? Außerdem haben wir in einem anderen Video bereits aufgearbeitet, dass die CDU bewusst Hintertüren dagelassen hat, um Korruption weiter zu ermöglichen und es keinen Beweis gibt, dass da wirklich alles weg ist. Also er hat es nie aufgearbeitet, deswegen, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja irgendwie noch ein Konto bei seiner Oma oder irgendwie irgendjemanden. Wilde Unterstellung. Ja, ich meine, wenn man keine Fragen beantwortet, dann passiert sowas halt. Das Schlimmste finde ich aber eher, diese Arroganz zu denken, dass das funktioniert. Dass er sich hinstellen kann und sagen kann, ja, ich beantworte jede Frage, während er in einem Livestream ist, wo der Chat ihn die ganze Zeit ankackt, dass er diese Frage nicht beantwortet. Ich glaube, ihm war überhaupt nicht klar, was er da überhaupt macht. Oder Amthor dachte, dass das hier kritische Fragen sind. Was ich denn machen? Sexy Toaster mit einer Unterschrift von, ich zitiere, Philly Boy zu bekommen. Aber ihr seht, das ist ein richtig geiles Toast.
Da ist nämlich hier JU drauf, wenn man es toastet. Geil, wir wissen überhaupt nichts über Augustus Intelligence, aber hey, die haben da so einen Toaster, der kann den JU in den Toast toasten. Das klingt nach meinem schlimmsten Albtraum. Gut, sie haben auch ein paar ernste Fragen beantwortet. Und zwar die 24/7 sowieso überall gestellt werden. Was ist mit Klimaschutz? Kann man zusammenfassen mit, ja, wir müssen gerade so tun, als wäre es super wichtig, weil Hochwasser. Aber wenn China nichts macht, dann müssen wir auch nichts machen, weil bringt ja eh nichts. Außerdem ist die Wirtschaft echt wichtig. Es gab auch eine wundervolle Aussage zu Massentierhaltung. Ja, das können wir einfach mal abspielen. Ich reg mich schon wirklich über diese Begriffe. Massentierhaltung ist von der Sache, glaube ich, eine falsche Ziellage ein Stück weit. Es geht doch nicht um die Frage, wie viele Tiere zuallererst gehalten werden, sondern unter welchen Bedingungen. Ich habe bei mir in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel im ländlichen Raum deutlich größere Betriebe, die mehr Tiere halten. Deswegen solche Begriffe wie Massentierhaltung sind auch nicht definiert. Das ist so ein typischer grüner Kampfbegriff, der immer weit verbreitet ist, auf den man sich aber nicht einlassen sollte. Er sagt ja, es gibt riesige Betriebe und die kennt er und da geht's den Tieren auch gut. Welche denn, lieber Philipp? Ich hätte gern einen Namen. Ich würde da selber gern reingehen und mir das angucken, ob das wirklich so ist. Ob der jemals in so einem Betrieb drin war? Doch, bestimmt. Der besucht ja auch Altenheime, was quasi das gleiche auch schon. Naja, es ist auch eine unethische Massenhaltung. Es ist nicht verkehrt. Die vegetieren da vor sich hin, bis sie sterben. Das, ja. Psst, hör auf jetzt. Die CDU verhindert seit Jahren aktiv, dass sich da was bessern kann. Und es werden Gerichtsentscheidungen ignoriert und hinausgezögert. Aber das haben wir alles schon in unserem Julia Glöckner-Video aufgearbeitet. Es ist alles riesengroßer. Dann kam die Frage, wie es denn bei der Grünen Union mit Brokkoli aussieht. Der Grünen Union, der Jungen Union. Ups. Ist immer mit die wichtigste Frage, wann kommt die Cannabis-Legalisierung? Dann habe ich immer die Standardantwort, wird für euch erst relevant, wenn ihr volljährig seid, ja. Also es gibt wohl einen Wandel, ja, da sind viel mehr Leute offener als früher. Bringt halt nur nichts, weil die Mehrheit ist immer noch dagegen. Also der Teil der Union, der absolut nichts zu sagen hat, ist auch nicht dafür. Super. Aber in den nächsten Jahren wird bestimmt was passieren in die Richtung. Yo, also so in 20 Jahren oder was, wenn es 70 Jahre zu spät ist? Ich fände 1970 wäre ein guter Zeitpunkt gewesen. 1970? Warum nicht 1969? Oder 2420? Nee, das ist scheiße. Außerdem müssen wir noch eine weitere Aussage von Amthor hier highlighten. Ich bin persönlich kein Fan der Cannabis-Legalisierung, weil ich schon glaube, jetzt aus einer Innenpolitiker-Sicht und auch rechtspolitisch, dass sich dann vielleicht die heute mit Cannabis dealen, dann mit anderen Dingen dealen. Steven kann sich nicht alleine genug darüber aufregen. Das ist so eine fucking arrogante, ignorante, weltferne Aussage. Oder ich übersetze es mal. Wir von der CDU werden weiter die Unterschicht so ficken, dass wir sie in die Kriminalität treiben. Und sie werden schon irgendwas finden, was sie brauchen zum Überleben, weil fick die Unterschicht und die Mittelschicht ist als nächstes dran, Bitch. Oh, es war schön, dass du für mich geredet hast und ich nichts machen musste. Ein paar weitere Antworten waren es nicht sonderlich interessant, weil, Überraschung, Amthor würde am liebsten mit der FDP koalieren. Wow! Much interessant und neue News-Neuigkeiten. Ja, Mann, ging ja letztes Mal auch richtig gut aus für die FDP. Erstmal mit 14,6% in die Regierung gestürmt und dann, boom, 4 Jahre später haben sie nicht mal die 5%-Hürde geschafft. Was denn da passiert, Mann? Die große Frage alle 4 Jahre. Wer wird die nächste Bitch der CDU und wird nach 4 Jahren in den Fluss geschmissen, wie so eine billige Nutte. Tot. Tot ist cool, ja, tote Nutte. Man könnte implizieren, dass man zusammen schwimmen gegangen ist und Spaß hatte. Nein, nein, du hast keinen Spaß mit der CDU, wenn du mit ihr reagierst. Reagierst. Aber gut, dass sie sich bei politisch ernsten Themen blamieren, das ist klar, das ist die eine Sache. Aber hier ging es ja auch um Gaming und da haben sie sich auch blamiert. Ne, sie wollten mit der Jugend connecten und richtig fresh und hip rüberkommen, indem sie zeigen, dass auch sie Gamer sind, ja, richtig cool. Und dann droppen sie so Lines wie die hier. Also das ist, glaube ich, davon abhängig. In der Gaming-Community nicht so drin, aber ist man da immer für ein Game speziell oder? Wie ist denn das so in der Autoszene? Mag man da ein Auto oder doch mehrere? Und wie ist das in der Sportszene? Macht man da eine Sportart oder mag man doch mehrere? Und wie ist es dann mit der Musikszene? Hören die alle Justin Bieber oder auch noch was anderes? Und was ist mit der korrupte Wichser aus der CDU-Szene, ha? Lobbyen die nur für eine Firma oder noch für ein paar Hunderte? Es ist vollkommen okay, dass du kein Gamer bist, Amthor. Aber kannst du bitte, bevor du versuchst, dich als Gamer zu profilieren, dein verdammtes Hirn einschalten? Ich gehe da mal dieses eine Game zocken, was wir Gamer kollektiv uns ausgesucht haben, dass wir das alle spielen tun.
Tschüss. Sie ging sogar kurz auf Shooter ein. Ich glaube sogar auch nur durch Vince, der halt Valorant-Spieler ist anscheinend. Also ich bin eher so der Shooter-Typ, muss ich geben. Können wir leider hier nicht spielen. Weil es wahrscheinlich gegen die CDU-Richtlinien oder sowas geht. Von wegen, ne, Killerspiele und so. Aber sie selber, sie sind da ja nicht so. Amthor meinte, er fand da ja den Underwood aus House of Cards sehr sympathisch. Weil ich mir denke, diese Figur sollst du nicht sympathisch finden. Die Figur wird damit eingeführt, dass sie einen Hund tötet. Amthor! Schalt dein Hirn ein! Der Thema meinte so, ich will mal ein bisschen gucken, was es ist. Also, ja. Geht es jetzt wirklich nur um Baller oder geht es nicht auch viel um Strategie? Jeder Shooter ist skill-based. Das ist, wenn du mit einem Ball rumspielst, egal was du machst, es trainiert immer deine Hand-Augen-Koordination oder deine Motorik-Augen-Koordination und so funktionieren auch Shooter. Hand-Augen, ne? Du guckst und schießen. Deswegen macht es Spaß, weil es einen fordert. Und dieses ganze Taktische ist ja nur das obendrauf. Ihr habt keine Ahnung, was es mit Shootern auf sich hat und kommt mit einer Antwort, die ich von einem Politiker gerne 2002 gehört hätte. Jeder, der jetzt noch mit Shooter-Games und Killerspielen anfängt, blamiert sich so hart. Es ist so fucking erbärmlich. Also tut jetzt bitte nicht so, als wärt ihr modern, weil ihr erkannt habt, dass Shooter nicht problematisch sind. Aber ihr habt es ja nicht mal wirklich erkannt, weil anscheinend ist es ja immer noch verboten bei euch, Shooter zu spielen. Also auf dem Kanal. Womit sie auch fresh und jung wirken wollen, weil natürlich Memes. Leute lieben Memes. Die können wir uns einfach mal angucken. Meins von den Rocket Beans geklaut und die anderen waren so. Geil. Ihr seid buchstäblich dieses Meme. Ah, was geht ihr jungen Burschen? Heute mal wieder ein paar brutale Killerspiele daddeln und danach ein bisschen Brokkoli spritzen? Ja, bin ich dabei. Denn ich bin cool. Und jung, vergiss nicht jung. Jung und Fall Guys ist mein Lieblingsspiel. Spielt ihr doch alle gerade, ihr Gamer, oder? Ist doch gerade Shit, oder? Auf eine Sache müssen wir auch noch eingehen und das ist der Chat und die Moderation dazu. Weil viele haben gesagt, dass sie permanent Timeouts für Nichtigkeiten bekommen haben oder dass Nachrichten gelöscht wurden. Und tatsächlich habe ich relativ viele Informationen bekommen. Unter anderem, noch mehr, aber unter anderem eine Liste aller gelöschten Nachrichten und aller Timeouts. Denn der Streamer JF Peak, sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, hat ein Tool selbst programmiert, womit das alles erfasst wurde und hat mir diese Daten zugeschickt. Deswegen ein kleiner Shoutout an ihn. Der macht Technik-Streams und baut Telefone oder so. Cool. Deswegen kann ich sagen, Timeouts zum Beispiel für die Pride Flags gab es nicht, weil die CDU gesagt hat, Pride Flag, sondern weil die so sehr gespammt wurde, dass da halt der Bot eingetreten hat, von wegen zu viele Nachrichten derselben Art in kurzer Zeit. Das ist Spam oder das ist ein Angriff oder was auch immer. Das würde bei uns auch passieren. Das würde bei eigentlich fast jedem Streamer passieren, der Nightbot hat und du streamst nicht ohne Nightbot, wenn du mehr als 10 Zuschauer hast, sag ich mal. Außer du bist so ein Spam-Chat-Streamer, das gibt's auch, aber dafür können wir sie jetzt nicht ankacken. Und fairerweise muss man sagen, das, was wir da gemacht haben, ist jetzt auch nicht unbedingt das Fairste wäre es bei 0815 Streamer gewesen, also in den Chats stürmen, um den zu einer Antwort zu zwingen, ist jetzt nicht unbedingt der coolste Move, wenn es nicht Philipp Amthor gewesen wäre und die Junge Union. Also wenn jetzt irgendjemand ankommt, Doppelmoral, weil ich habe euch mal auf Twitch irgendjemand geschrieben und ihr habt keine Antwort gegeben, ist halt so, interessiert uns nicht. Hört auf zu heulen. Wir haben keinen Lobbyismus betrieben. Ja, wir sind keine korrupten Politiker. Da waren definitiv professionelle Mods am Start, die ihr Bestes auch gegeben haben und denen ich auch wirklich glaube, dass sie nach vernünftigen Regeln moderieren wollten und dass auch alles cool ist. Wie gesagt, die waren engagiert und bezahlt und alles cool. Aber es gab auch Mods, die nicht koordiniert dabei waren, die Teil der Jungen Union waren und die da einfach willkürlich Sachen gelöscht haben, die sich unter anderem Daddy Söder genannt haben. Stell dir mal vor, cringe, Alter, ihr nennt euch freiwillig Daddy Söhne, Alter. Auf jeden Fall wurden ein paar Nachrichten gelöscht, von denen ich der Meinung bin, dass sie nicht hätten gelöscht werden müssen. Wir blenden das hier einfach mal vor allen Dingen ein, um zu sagen, willkommen im 21. Jahrhundert, CDU. Das sind die Plattformen, mit denen ihr jetzt leben müsst. Und das ist ja eh das aller lustigste in dieser ganzen Sache, weil warum ist Twitch erfolgreich? Weil es halt Authentizität bringt und Nähe zu den Leuten. Und genau das haben sie in den Stream ja geschafft. Sie haben sehr authentisch gezeigt, wer sie sind. Idioten, korrupt, die keine Ahnung haben, wovon sie reden und die völlig arrogant denken, sie können sich da einfach hinstellen und einmal auf Gamer machen und würden damit irgendwas erreichen. Und das macht die ganze Sache so fucking grandios. Man muss ja auch erwähnen, wir hatten teilweise 3- bis 4-fach so viel Zuschauer wie die. Also das Interesse war schon da, aber halt anders als die erhofft haben. Und auch dieses Video werden jetzt wahrscheinlich sehr viel mehr Leute sehen, als den Stream gesehen haben. Wodurch der Effekt des Streams im Endeffekt war, dass noch mehr Leute mitgekriegt haben, dass Philipp Amthor einen Scheißdreck der Augustus Intelligence Affäre aufgedeckt hat und das auch anscheinend nicht will und den Fragen ausweicht. Also, er ist da auch seriösen Journalisten ausgewichen, nicht nur uns Deppen hier. Und der ganze andere Müll, den sie da fabriziert haben, der ging ja jetzt auch quasi über dieses Video an euch oder auch nicht. Vielleicht seid ihr auch taub und blind. Und
Das finde ich aber fucking großartig, weil sie halt authentisch gezeigt haben, wer sie sind, und das kriegen viele mit, und deswegen hoffe ich, dass es noch mehr Streams gibt mit großen Politikern und Fanboy Nummer 1. Ich hatte Spaß, in Anführungszeichen, und hier sind die beiden Videos, die wir zwischendurch erwähnt haben, also das Korruptionsvideo und das Glöckner-Video. Guckt es euch an. Ja. Hey, es sind sogar ein paar Spenden rumgekommen. Ach so, genau. Die haben Spenden gesammelt, da ging jetzt nicht viel rum, und wir haben aus kindischen Trotz einfach mehr gespendet. Aber ich wollte jetzt nicht zu damit flexeln, weil das war einfach nur so ein kindischer, hey, wir mal spenden mehr. Aber es ging ja wenigstens an was Gutes, also. Bam. Alles gut.